Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es mal nicht um Bücher gehen, sondern um einen kleinen Teil meiner DVD-Sammlung. Und zwar geht es heute um meine Disney-Filme. Ich habe da so ein paar Filme, gewiss nicht alle, die es gibt von Disney, aber ich denke, das ist doch schon ein großer Teil, den ich besitze. Und ich möchte euch gerne einfach mal vorstellen, welche DVDs ich denn jetzt habe. Die Reihenfolge, die ich euch jetzt zeigen werde, hat nichts mit dem Lieblingsfilm oder der Reihenfolge der Lieblingsfilme zu tun, sondern es ist einfach willkürlich, so wie ich es eben aufgestapelt habe und sie eben in meinem Regal stehen. Ich kann euch aber meinen allerliebsten Film zeigen, wenn es dann soweit ist. Ich starte jetzt einfach mit den Filmen. Den Anfang macht eine DVD-Reihe, die ich erst gestern neu dazu bekommen habe und die ich schon unglaublich lange haben wollte. Fragt mich nicht, warum ich die noch nicht in meiner Sammlung hatte. Und zwar geht es um König der Löwen. Ich habe die Sammel-Edition, keine Ahnung, auf jeden Fall Teil 1 bis 3. Teil 1 ist ja der König der Löwen, Teil 2 König der Löwen 2 Simbas Königreich und König der Löwen 3 Hakuna Matata. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob ich schon alle Filme gesehen habe. Ich werde sie mir demnächst aber auf jeden Fall mal anschauen und ich bin dann gespannt, ob ich schon alle Filme gesehen habe und oder eben noch nicht. König der Löwen sollte eigentlich jedem ein Begriff sein und ich denke, es kennt auch so ziemlich jeder die Filme, zumindest einen Teil davon. Ich freue mich schon auf diese DVD-Reihe. Eben habe ich noch von meiner Lieblings-DVD gesprochen. Um genau zu sein, sind es auch wieder zwei, weil da eben zwei Teile erschienen sind. Ich glaube, ich habe es in irgendeinem Video schon mal erwähnt und zwar ist es Bambi. Ich habe hier einmal Bambi, die Diamond Edition und Bambi 2, der Herr der Wälder. Das ist die Special Edition, auch wieder in so einem Sammelpack zusammen. Was soll ich großartig dazu sagen? Ich liebe Bambi schon immer. Wir haben sogar noch die Videokassette zu Hause. Ein Wunder, dass die überhaupt noch funktioniert, weil ich die ungefähr jeden zweiten Tag geschaut habe. Ich glaube, meine Eltern waren teilweise ein kleines bisschen genervt von mir und ich bin immer noch der allergrößte Bambi-Freak. Also bei Primark gibt es ja diese Disney-Pyjamas und ich habe, glaube ich, ein Bambi-Pyjama. Ich habe dann noch zwei weitere Bambi-T-Shirts. Ich habe ein Bambi-Kuscheltier. Ich habe Bambi-Hausschuhe. Ich habe eine Bambi-Handyhülle und ich wollte eigentlich von Thomas Sabo noch das Bambi-Charm haben. Das gibt es allerdings nicht mehr. Ja, wie ihr gemerkt, ich bin einfach der allergrößte Bambi-Fan und der Film geht immer, immer und immer wieder. An dieser Stelle könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher Disney-Film euer liebster Film ist. Also bei mir ist es definitiv Bambi. Ich mag die anderen Disney-Filme aber wirklich auch sehr, sehr gerne. Einer, den ich zum Beispiel, ich glaube, sehr selten geguckt habe, ist Herkules oder Pocahontas oder Mulan. Das sind so die Filme, die habe ich nicht so oft gesehen. Und der nächste Film gehört auch dazu, den ich nicht so oft gesehen habe, und zwar Tarzan. Ich finde Tarzan trotzdem eine wunderschöne Geschichte. Ich würde ja gerne mal zu dem Musical von Tarzan gehen. Meine Mutter möchte da auch sehr gerne hin. Vielleicht machen wir das irgendwann mal zusammen. Tarzan habe ich aber auch schon Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich finde es aber wirklich sehr schön. Als nächstes habe ich einen Disney-Film, der erst relativ neu erschienen ist. Auf jeden Fall nicht so alt ist wie die anderen Filme. Und zwar geht es um die Eiskönigin, völlig unverfroren. Den Film habe ich letztens erst wieder gesehen und musste feststellen, wie süß ich einfach Olaf und Sven finde. Also ich finde es einfach süß. Ich finde die Geschichte wirklich sehr, sehr schön und ich mag die DVD sehr, sehr gerne. Ich bin jetzt nicht so der Prinzessinnen-Fan. Also ich mag sie ganz gerne, aber so Prinzessinnen-Filme sind nicht ganz so meins. Wenn dann Tiere mit dabei sind, finde ich es dann doch schon wieder ein bisschen süßer. Und das ist ja in der Regel eigentlich bei Disney-Filmen immer der Fall. Mich konnte der Film auf jeden Fall sehr begeistern. Ich habe ihn auch schon wirklich mehrmals gesehen. Den nächsten Film habe ich auch letztens erst wieder gesehen. Den habe ich früher auch unglaublich oft gesehen. Und die zwei Tiere sind einfach so unglaublich süß. Und zwar geht es um Kapp und Kappa. Ich finde, ich hoffe, ihr könnt es auch alle sehen. Das spiegelt nämlich ein kleines bisschen. Kapp und Kappa, der Fuchs und der Hund. Und ich finde sie auch unfassbar, unfassbar süß. Ja, das ist auch eine tolle Geschichte von der Freundschaft. Am gleichen Tag, wie ich Kapp und Kappa gesehen habe, habe ich mir auch Susi und Strolch angeschaut. Und den Film habe ich auch schon sehr oft gesehen. Ich finde ihn mega süß
Und was soll ich großartig noch sagen? Ich sage zu allen Filmen, sie sind süß, aber das ist halt tatsächlich auch einfach der Fall. Ich verlinke euch übrigens auch alle DVDs in der Infobox, dann könnt ihr euch die gerne dort anschauen, falls ihr den einen oder anderen Film nicht kennen solltet oder er euch noch in der Sammlung fehlt, dann könnt ihr da gerne vorbeischauen. Die nächsten zwei Filme handeln auch wieder um ganz viele Tiere, und zwar um Dalmatiner. Und zwar sind es die 101 Dalmatiner und 101 Dalmatiner Nummer 2. Ich glaube, es gibt noch 102 Dalmatiner. Den habe ich tatsächlich aber nicht. Ich habe nur die beiden, aber die DVDs, die mir fehlen, die werde ich mir auf jeden Fall auch noch besorgen. Und das sind noch einige. Habe ich früher, ich meine, da gab es sogar irgendwann mal eine Serie im Fernsehen. Die habe ich auch sehr oft geguckt. Ich finde ja diesen, da gibt es doch diesen dickeren Hund. So knuffig. Den finde ich echt goldig. Ja, könnte ich eigentlich auch mal wieder gucken. Habe ich schon viel zu lange nicht mehr gesehen. Der nächste Film ist auch nur ein erster Teil und ich glaube, das war sogar so ziemlich der erste Kinofilm, den ich damals im Kino gesehen habe, mit einer Freundin zusammen. Da kann ich mich, also ich war auf jeden Fall im Kino bei dem Film, da kann ich mich nicht noch sehr genau dran erinnern. Ich weiß nicht, ob es der erste Teil war oder ob es ein Fortsetzungsteil war, aber auf jeden Fall kam diese gewisse Dame darin vor und zwar handelt es sich um Ariel. Das ist eine Special Edition, deswegen hat die so ein kleines bisschen andere Verpackung. Ich finde es aber wunderschön, deswegen wollte ich die unbedingt haben und ich mag Ariel auch unfassbar gerne. Ich finde ja Sebastian und Fabius genial. Ihr merkt, ich fahre immer voll auf die Tiere ab, aber ich finde Fabius, ich habe sogar eine, na, wie heißt's, Spardose in Fischform und er sieht ein kleines bisschen aus wie Fabius. Ich habe ihn, glaube ich, damals, also die Spardose damals auch Fabius getauft und es ist bei mir auch immer noch die Fabius-Spardose. Also wenn ich so auf das Datum schaue, weiß ich gar nicht so genau, ob ich wirklich den Film als erstes gesehen habe oder ob es eine Fortsetzung war. Auf jeden Fall war es ein Ariel-Teil. Könnte ich mir auch mal wieder anschauen. Dann habe ich einen Film, der erst vor kurzem neu verfilmt wurde und zwar Die Schöne und das Biest. Ich habe es natürlich als Zeichentrickfilm und den habe ich mir auch letztens wieder angesehen, habe ich damals als Theaterstück gesehen. Deswegen konnte ich mich daran noch ganz genau, also ziemlich genau an die Geschichte erinnern. Und ja, hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen, als ich dann diesen Film gesehen habe. Dann ein Film, den ich schon ewig lange nicht mehr geguckt habe, aber trotzdem kennt man irgendwie die Geschichte. Und zwar Dornröschen. Der Film ist ja auch schon Ewigkeiten alt. Steht allerdings nicht drauf, wie alt der schon ist, aber der ist auch schon echt alt. Und den könnte ich tatsächlich auch mal wieder gucken, weil ich mir gar nicht, doch, ich habe ihn schon mal als DVD. Also wahrscheinlich war das noch Videokassette, wo ich den gesehen habe. So lange ist das schon her. Tatsächlich könnte ich den echt mal wieder schauen. Den nächsten Film finde ich auch wieder unfassbar genial und habe ich auch unfassbar oft schon gesehen. Ich finde die Zwerge so unglaublich süß. Und zwar geht es um Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ich mag die Geschichte sehr, sehr gerne. Ich mag vor allem Seppel sehr gerne. Diesen kleinen Tollpatsch, wobei alle Zwerge irgendwas Besonderes haben. Auch Schneewittchen habe ich irgendwann auch mal wieder gesehen. Könnte ich aber mal wieder schauen. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn ich diese DVDs mal wieder alle einschmeißen werde. Jetzt habe ich tatsächlich nur noch zwei DVDs. Zwei sehr unterschiedliche DVDs, wie ich finde. Und zwar habe ich zu einem ein Dschungelbuch, das Dschungelbuch, wieder in der Diamond Edition. Ich finde den Film toll. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr schön. Ich habe den auch auf Videokassette gehabt, meine ich. Und auch damals schon unfassbar oft gesehen. Ich kann mich an die Geschichte noch so genau erinnern. Und es wird auf jeden Fall mal wieder Zeit, dass ich diesen hier schauen werde. Und zum Schluss habe ich auch wieder nur einen Teil dieser DVDs. Und zwar Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei. Das Känguruland oder im Känguruland, ich weiß gar nicht. Ich bin mir nicht sicher genau, wie die DVD heißt. Auf jeden Fall gibt es ja noch Bernhard und Bianca im Känguruland oder das Känguruland. Die DVD habe ich nicht. Werde ich mir aber noch zulegen. Habe ich tatsächlich, ich glaube, auch auf Videokassette schon mehrmals gesehen, genauso wie die Mäusepolizei. Ich finde, heißt der Albatros, glaube ich. Auf jeden Fall diesen Vogel unfassbar genial. Wie die dann einfach in dieser Konservendose sitzen und da über die Gegend fliegen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön und ich finde es auch eine unfassbar tolle Geschichte. Und ich werde mir auf jeden Fall noch das Känguruland besorgen. Ich werde mir tatsächlich auch noch weitere DVDs besorgen, unter anderem
die weiteren Teile von Ariel, die das Känguruland von Bernhard und Bianca. Und tatsächlich Cinderella habe ich gar nicht. Rapunzel neu verföhnt habe ich gar nicht. Also es gibt so einige DVDs, die ich gar nicht habe. Vaiana zum Beispiel habe ich noch nie gesehen, würde ich mir auch gerne mal anschauen. Ich muss da noch mal ein bisschen schauen, wie viele DVDs da überhaupt oder wie viele Filme es da überhaupt gibt. Da habe ich nämlich den Überblick überhaupt gar nicht mehr. Und da muss ich mir mal so eine Liste machen, damit ich mir die alle so nach und nach zusammensammeln kann. Wer weiß, wie lange es noch DVD gibt, aber ich habe sie dann auf jeden Fall alle. Und es ist irgendwie so ein Stückchen Kindheit, über die ich mich immer wieder sehr, sehr gerne freue. Und zwischendurch einfach mal so einen Disney-Film einschmeiße zur guten Unterhaltung. Ich finde, Disney-Filme, da guckt man nicht immer unbedingt ganz aufmerksam hin, weil man doch tatsächlich die Geschichte schon kennt. Und es läuft dann ganz oft nebenbei, bei mir auch ganz oft so. Ich gucke halt hauptsächlich auch DVDs so im Herbst, Winter, wenn es wieder ein bisschen kälter draußen ist und man doch wieder ein bisschen mehr Zeit drinnen verbringt. Wobei das bei mir tatsächlich nicht unbedingt der Fall ist. Ich bin auch im Herbst, Winter sehr viele Stunden draußen und auch sehr gerne draußen durch mein Pferd. Dennoch freue ich mich dann immer, wenn ich eine DVD schauen kann und dann schnappe ich mir ganz oft halt auch eben Disney-Filme. Und ja, das war jetzt meine kleine, bescheidene Sammlung. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie viele Filme es noch geben wird und wann die alle so in meine Sammlung einziehen werden. Ihr könnt mir jetzt tatsächlich mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Lieblingsfilme, welche Disney-Lieblingsfilme oder welcher Lieblingsfilme euer von Disney ist. Und ihr könnt mir natürlich auch in die Kommentare schreiben, welche DVDs es noch gibt, die ich noch nicht in meiner Sammlung habe. Darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Ich zeige euch hier einfach nochmal zwei meiner Videos. Dann könnt ihr da sehr gerne vorbeischauen. Und ich freue mich auf das nächste Mal wieder. Tschüss!